Moin! Was geht, was geht? Ich bin es. Der krasseste Pokémon-Spieler jemals. Ich hab. Oh, es ist jetzt schon zu cursed, Mann, es ist jetzt schon zu cursed. Heute machen wir die Quest weiter und zwar das Spiel so unchronologisch zu spielen, wie es geht. Aber die Gegner sind alle so stark, dass sie mich umbringen werden. Selbst auf Level 3. Letztes Stream haben wir hier die Kacke gemacht. Die erste Etage von dem Versteck hier. Und da bin ich auch Olympia City gegangen, weil, keine Ahnung, ich die Folge so genannt hatte. Als ob ich da durchgekommen bin, let's go. Ja, das mache ich erstmal, das Rocket-Versteck fertig. Weil. Ich habe Angst vor der fünften Arena, Alter. Ich glaube, der wird mich einfach zerfetzen. Oh, hi, Siegfried. Alles in Ordnung bei dir? Deine Pokémon sind ziemlich angeschlagen. Halt doch dein Maul, Alter. Ich bin extra hier gegangen. Egal. Gut. Zweite Etage. Ich pack gleich mal hier das Gerät aus. Da unten ist was, let's go. Die gute Ware einpacken. Hyperheiler, wow. Könnte man sich auch sparen. Oh, hier ist ein Keck. Hallo. Die Tür ist passwortgeschützt. Interessant. Da war eine Tür. Einfach so vorbeigelaufen. Aber ich muss sowieso irgendwie erstmal hier durch das ganze Gebäude fünfmal laufen. Bis ich das Ding bekomme. Alter. Wieso ist das King überhaupt so groß? Jetzt wirklich, Taurus sieht dagegen einfach klein aus. Ah ne, wait. Surfer. Oder? I mean, Linus juckt Surfer nicht, aber es ist trotzdem halt behindert, wenn ich Linus immer so 5 KP abziehe damit. Ja, Schlambombe, Alter. Oh mein Gott, du hast das liegende Stahl-UFO mit deinen Schwanz getroffen. Let's go, Alter. Ich verstehe zwar nicht wie, aber Verteidigung ist gesunken. Und der jetzt Technologie. Alter, macht Schlammbombe wenig. Was? Wieso hat Thomas Aquamelle? Was? Und als ob das verwirrt. WTF? Oh mein Gott, bitte Raphael kill ihn. Dankeschön. Ich hab schon gedacht, Alter. Nice. Beides Raphael. Level 30. Wir kommen immer weiter zu der Entwicklung ran. Die mein ganzes Team eigentlich braucht. Okay, ich sollte echt mal Niki nach vorne packen zum Leveln. Ich find's immer noch so lustig, dass ich 3 Starter habe. So, ach, den Typen vermöbel ich noch mal kurz. Hi. Ich liebe Speed einfach. Er ist einfach so. Einfach aus dem Leben gerissen, Junge. Die beiden kriege ich auch easy down. Ich habe gedacht, letzte Folge werde ich viel kämpfen. Aber nee, heute werde ich viel, viel mehr kämpfen. Weil es einfach jetzt ist gerade so, versteckst du 12.000 Kämpfe. Und wenn ich dann in University weitermache, da muss ich ja erstmal den Leuchtturm hoch und dann ist auch einfach Buscampen für so 12 Stunden. Weil, funny. I mean, so komme ich wenigstens an Geld ran. Unter dem Level, die ich brauche. Wenn alle Gegner 30% höher sind, ist halt schwierig. Aber zum Glück habe ich Sude. Du könntest mich durch vieles durchcarryen. Oh mein Gott, hat bis wenig gemacht. Und was? Wieso hat er Eiszahn?
Ich frage mich echt, wo die diese Attacken her haben. Kommt da so Vulpix Level 3 mit Flammenblitz an und One Hit My Line ist, Alter. Ich werde diesen Moment nie vergessen können. Das ist einfach lebenslang geschadet. Oh mein Gott, fette Kraftwerk. Hier sehen wir ein roter Pixel. Oh mein Gott. Wait. Kurz mal gucken, ist hier was? Ja, weiter. Oben irgendwie. Hier war nichts weiter, okay. Weiter nach unten, let's go. Eine Sache frage ich mich ja wirklich immer noch. Oh mein Gott, da bringen die wieder Leute um, passt auf. Wieso bauen die diese Verstecke so wie ein Labyrinth? Es gibt keinen Grund. Stell dir vor, du bist da neu, du fängst da an, weil du richtig überzeugt bist, Alter. Dann findest du einfach den Raum nicht, wo du hin sollst. Weil der Weg einfach so fünfmal straight durchs ganze Gebäude ist. Was hinter irgendwelchen Türen, wo du ein Passwort brauchst, was du auf der anderen Seite des Geländes findest. Sowas? Ali, und du schießt mich mindestens an der Tür, um Transmitterraum zu entriegeln, brauchst du das Stimmprofil einer ganz bestimmten Person. Da arbeiten nur Leute mit 150er IQ. Ach so, deswegen. Deswegen, Moinigi. Also die vom Team Rocket Vorstandsmitglied Lambda. Okay. Gut, das holen wir. Ich habe Handy dabei. Ich nehme ihn auf. Ich nehme ihn auf, genau. Ich nehme seine Stimme auf. Der Keck ist tot. Das ist ein Auszeittrainer. Aber egal. Ob ich das Passwort weiß, vielleicht. Hat den Maul auf dem Dach. Wir haben da sowieso keine Ahnung, Mann. Ich warte bloß, bis wir rausfinden, dass die so ein geheimes GPS-System haben. Nur für ihre Base. Damit sie sich da nicht verlaufen. Ich frag mich aber echt, wieso benutzen nur die bösen Organisationen Teleporter? Wenn man so denkt, oder so komische Schiebefelder, wie in X und Y der Fall war. Sind das die einzigen mit Zugang zur Technologie oder was? I mean, es gibt gute Organisationen in Pokémon. Gibt es sie? Wer war gut? I don't know, Alter. I don't know. Verbrannt. Es gibt wirklich keinen Verein im Pokémon, wo gute Leute arbeiten oder so, weil die ein gutes Ziel haben. Es sind ja wirklich immer nur Verbrecherverbände, Alter. Was ist das überhaupt für eine Welt? Armee, Polizei, so pro Region 3 Polizisten, Alter. Die gibt es gar nicht. Und der einzig andere Verein, der irgendeine Power hätte, ist Top 4, Alter. Und Champ. Aber als ob die was machen, das muss ich ja tun, Alter. Ich glaube, ich weiß, wieso immer die Protagonisten, die wir spielen, immer so krasse, also in der Story, so krasse Typen sind. Weil es ist wirklich Trial by Fire. Wenn es nicht so jemanden gibt, der die ganze Region rettet vor der Verbrecherorganisation,
gibt es einfach die Region nicht mehr so. Danke für die Steine, Alter. Oh nein, er taucht. Kopfnuss, 3 Damage. Oh, das macht sogar ein bisschen was. Hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, deswegen spielen die Pokémon Games immer in so verschiedenen Orten. Also, das ist natürlich in verschiedenen Orten, aber ich meine jetzt halt. Wie drücke ich das am besten aus? In so wenigen Orten eigentlich. Immer nur so in eine Region. Weil der Rest der Welt ist einfach so. Ja. Da beherrschen die Verbrecherorganisationen einfach alles. So. Oh mein Gott. Linus hat C4 entdeckt. Digga, scheiß Haftbombe, Junge. Ich wollte gerade Haftbefehl sagen. Alter, was? Digga, die Typen hat schon wieder Lebensschild. So haben die alle Lebensschilder, Mann. Bis ich diese Randomizer gespielt habe, wusste ich gar nicht, dass Lebensschilder von so einem Pokémon gelernt werden kann. So. Wasser inhaliert. Item gesichert. Hyperheiler. Da ist doch einfach so ein Item. Okay. Übernahme. Ich übernehme dich gleich, Alter. Aber ich hab's eigentlich getan. Och du Kek. Oh mein Gott. Eine fette Katze. Mein Lieblings-Pokémon. Ich glaube, die Katze wird mich komplett outspeeden. Egal, Summer muss sterben. Yes. Und die Katze haut ab. Sie kann nicht abhauen, weil er keine Pokémon hat. Oh mein Gott. Oh shit, er hat Nassschweif, Alter, RIP RPG. Niki muss jetzt rasieren, Alter. Mach auf, die bleibt ab, die Alter, Mann. Okay. Egal, holen wir Raphael rein. So, der rasiert weiter. Raphael macht fett Bombe, Junge. Ach, fuck. Niki ist tot. Doch nicht. Oh mein Gott. Raphael trifft dich. Wieso hat er Eissieb? Was? Das ist fatal für mein Team. Ja, mach Kopfnuss auf, fette Katze. Blitz, okay. Wer im Leben hat Blitz als Attacke? Wer benutzt Blitz im Kampf? Der soll eine Auszeichnung bekommen. Komm, Junge. Er trifft Kopfnuss nicht, Alter, Mann. Was machst du, Junge? Bist du mit Deppert, Alter? Hier wird die gerade geflashbangt, Alter. Ich weiß zwar nicht, wie eine Katze Blitz erzeugen kann, aber okay. Muss man nicht verstehen. Das Passwort war es Radikalroute. Okay, interessant. Du machst Bypass oder krank. Lass mal hier Items einpacken. Unnötiges X-Item. Protein, Alter. Das schöne Eiweiß. Wer bekommt Eiweiß? Oh, ich habe Nuggets. Könnt ihr mal verkaufen. Hier sind Drogen. Unter. Wir haben Angriffswert, Alter. Wer greift an? Niki. Boah. Boah.
HP Plus, wer tankt? Linus. Mehr War. Okay, so viel dazu. Ich wollte Nikki und RPG leveln. RPG ist nicht so wichtig, aber Nikki ist wichtig. Ich heile Nikki nochmal. So, hi. Irgend so ein korrupter Professor, Alter. Digga, der hat so viele Chemikalien geschnüffelt, Junge. Holy fuck, der ist Level 31. Ich kann drin mal, aber ich weiß nicht, ob Nikki das überlebt. I mean, Giftattacken sind halt kacke. Das ist Nidoking und Nidoking hat bloß scheiß Giftattacken. Und die Beltra macht irgendeine Kacke, ja, keine Ahnung, Rasierblatt einmal. Aber Raphael kann jetzt arbeiten. Ich glaube, ich soll mit Nikki wechseln, Alter. Wechsel auf. Ich würde gerade auf Raphael wechseln, aber das macht keinen Sinn, bin ich ehrlich. Sude. Einfach nur damit Raphael Surfer in die Fresse hauen kann. Oh, ein Shiny. Kenne ich gar nicht, ich kenne ich gar nicht. Windschnitt. Der Dubi windig, Bro. Er hat Kräfte auf Raphael. Ja, mach doch noch mehr Koks. Okay, ja, macht bisschen. Macht bisschen. Oh, das ist ganz gut. Jetzt benutze ich einfach Sude zum Heilen. Items habe ich ja. Bitte, reicht so ein Ding? Nein. Okay, Limonade. Raphael wird einfach so verprügelt von so zwei fetten Monstern, Junge. Sude kann nichts tun, weil ich sag, Sude, hör auf, Alter, ich muss Raphael Limo in die Fresse hauen, damit er nicht stirbt, Junge. Genau so stelle ich mir das vor. Wait. Nidoking hat gerade Erdkräfte auf ein Gyarados gemacht. Der Typ könnte gleich bei Team Rocket anfangen. Ach fuck, der ist bei Team Rocket. Hilfe, Alter, Hilfe. Nice, das Ding ist down. Backstein. Ich würde halt irgendwas Interessantes erzählen, wenn ich irgendwas Interessantes zu erzählen hätte. Real Talk, Alter. Letzte Stream so meine ganze Lebensgeschichte, Junge. Oh mein Gott, fette Gaming-PC. Wow. X-Spielzaffair. Ich liebe diesen abgehackten Namen. Das ist so schön. Hier vielleicht irgendwann was. Bloß so ein Pack, Alter. Merken wir. War's ein Team. Der andere Typ, Lynch Level 31, der einfach bereit, mein Leben zu beenden, Alter. Und hier der kommt mit Geweih und Schneckmark auf Level 22 an. Pizza oder Burger? I mean, ich esse beides gerne. Aber Pizza ist meistens irgendwie so erfüllender, keine Ahnung. Wenn ich an eine Mahlzeit denke, finde ich halt einfach so, Pizza kann ist mehr eine ganze Mahlzeit als ein Burger an sich. Normalerweise ist man beim Burger
irgendwas dazu halt noch. Aber bei einer Pizza könnte ich mir wenigstens vorstellen, dass man halt nur eine Pizza isst, so eine Mahlzeit, wie ich heute gemacht habe. Lol. Mega sauger, Alter, ist eigentlich kacke für Niki, weil Niki ist ein anderes Phase-Pokémon. Eissturm? Okay. Inwiefern ist das realistisch? Ist auch eigentlich egal. Hund oder Katze? I mean, Katzen sind halt sassy wie bescheuert. Und Hund ist irgendwie eine Kategorie, Alter. Was für ein Hund, Junge? Nee, real talk. Hunde sind so unterschiedlich. I mean, ich bin nicht so krass mit Tieren an sich. Und deswegen, eine Katze ist cool, weil eine Katze ist eine Katze und wenn ich tot bin, ist eine Katze eine Katze. So. Dieses Argument, Alter, das ist ja... Und wenn du tot bist, ist dein Hund auch tot. Ja, was macht mein Hund, wenn ich tot bin? Digga, stell dir vor, ich liege tot in der Wohnung, Digga. Mein Hund liegt einfach neben mir, wartet, bis ich aufstehe und die Katze, die pisst mich an. Es ist doch literally, Junge. Oh nein, der Keck kommt runter, Alter. Was hast du denn nun schon wieder hier verloren? Du musst da wirklich mächtig auf diese Team Rocket-Leuten abfahren, Alter. Literally, letztes habe ich gesagt, du sollst die ficken. Jetzt bist du an den Ficken, alter Mann. Aber egal. Wie mehr interessiert mich dieser Drachenprofi. Das ist auch eine Bezeichnung, Alter. Nee, bestimmt nicht gegen ihn. Er sagte, dass seine Pokémon nicht ausreichend liebe und ich ihm nicht genug vertraue. Wer hätte gedacht, wenn so ein Keck auf Level... Sagen wir mal, er ist krank. Sagen wir mal, Adolfus ist richtig fett gelevelt. Er ist Level 30. Hätte nicht gedacht, dass ein Level 45er Dragoran seine Mutter zerstört. Hätte ich nicht gedacht. Die Tür ist verschlossen. Er legt beide Passwörter ein. Ich hab das andere auch schon... Egal. Eis, Zitrone oder Pfirsich? I mean, ich schmeck nicht so viel und beide schmeckt wie Zuckerwasser. Aber wenn ich bei McDonald's oder Burger King bin, trinke ich immer Pfirsich. Weil ich kann mir... Also es gibt keinen Grund, also... Was würde ich eher an sich essen, eine Zitrone oder ein Pfirsich? Ich würde eher ein Pfirsich essen als die Zitrone. I mean, beide schmeckt eh gleich, aber mittlerweile nehme ich bloß Pfirsich, weil... Ja. Ich stelle es mir halt einfach geiler vor, einen Pfirsich zu essen als die Zitrone. Obwohl ich noch nie einen Pfirsich gegessen habe. So was? Hallo, wer sind Sie? Willkommen in meinem Versteck, Ellie. Was? Du willst wissen, wer ich bin? Ich bin Giovanni, der große Giovanni, haha. Wie jetzt? Ist ich nicht aus wie Giovanni? Wir sehen uns gar nicht ähnlich? Na Felix, dabei hatte ich mir doch solche Mühe gegeben und geübt. Dieser Keck, Alter, dieser Keck. Ich bin Team Rocket, Forschungsmitglied Dampter. Sag es wohl, du könntest dich in den Transmitterraum einschleichen, aber da hast du dich verzettelt. Das Zimmer wird nämlich durch ein besonderes Passwort geschützt und dieses Passwort lautet Lagen, lebe, Giovanni. Hehehe. Jetzt bist du bestimmt baff, was? Dass ich es einfach so verraten habe? Aber das macht überhaupt nichts, denn du kannst damit gar nichts anfangen. Bevor du das Passwort nämlich nicht mit meiner Stimme aufsagst, rückt die Tür sich keinen Zentimeter.
Ja, what the fuck? Wie kann man gut das sehen, was ich eingestellt habe? Alles unter Level 30 ist random. Alles über Level 30 sind voll entwickelte Pokémon. Das ist so eine Kombi, Alter. Kalt- oder Warmduscher? I mean, ich dusche warm, aber ich weiß, dass Kaltduschen eigentlich Sünder in Anführungszeichen ist. Aber I don't care. Was mache ich jetzt hier? Rasierblatt und du machst fette Schlammbombe auf fetten Metagross. Sein Kopfschuss, das tut weh. Das tut weh. Der hat Step drauf. Das tut sehr doll weh. Das tut genauso weh. Aber nur da gerade. Eisduschen. Wasser muss 50 Grad sein. Meine Mutti be like, literally. Alter, er lädt sich auf, Junge. Batterie be like. Niki muss hier bekommen. Und du machst eine fette Felsgrab. Was? Du machst Surfer und ist beide raus. Das tut aber wieder weh. Uff, das schmeckt ihn. Er ist down. Ich muss mit deiner Mutter duschen. Halt dein Maul, Alter. Halt dein Maul, Alter. Das war so ein richtiger Niki 2021er Humor. Halt dein Maul, Alter. Woher? Woher? Woher kommst du? Wer ist dein Auftraggeber? Mann, Niki ist schon wieder tot, weil der Gegner aus irgendeinem Grund irgendeinen Schlagattacke hat. Das ist so, Niki ist drin, ja, Eisstrahl geführt in die Fresse. Atombombe in die Fresse. Wenn Raphael drin ist, so, ja, keine Ahnung, passiert gar nichts. Das Schöne ist auch, wenn Sule drin ist, da kommt einfach so fettes Nidoking an, Junge, macht einfach Erdkräfte. Auf ein True Pokémon. So was? In welchem Universum? Der Feuerschein. Ja, ich kriege es doch, Mann. Und Feuer. Brennt doch meine Mutter, Mann. Kommt drauf an, was für Tee und Kaffee. Kacke, Raphael hat Linus gekillt. Ganz casual. I mean. Ich mag normalen Kaffeemilch. Ich trinke aber Milchkaffee. Eigentlich ist es einfach Milch. Bloß mit Kaffeegeschmack im Endeffekt. So. Lol. Ich trinke gerne Wasser, aber ich mag nicht Sachen aus Wasser. I mean, ich mag Tee. Aber weil ich nicht so viel schmecke, dann denke ich mir so, das schmeckt wie Wasser, bloß warm. Wow. Und dann ist so, ja wow, okay. Digga, was macht der Typ? Der läuft literally gegen die Wand, Alter. Wer bezahlt den, Alter? Wer bezahlt den? Lang lebe Giovanni. Das Kamurks hat Wand da Stimme perfekt imitiert. Könnte das etwa... Kamurks ist literally
die schlauste Person in diesem ganzen Komplex, Alter. Literally. Ich weiß nicht, was die hier haben an Leuten. Okay, nee, ich weiß es schon. Ich wollte gerade sagen, Olaf Scholz von der Straße. Was? Was? Ich würde eigentlich bloß sagen, Olaf von der Straße, Alter. Aber das andere ist einfach viel lustiger. So, wir sind die bald durch. Angeme Giovanni. Mann, das ist so ein richtig geiler Boy. Da wird's sass, ich heil. Mein ganzes Team ist nämlich tot. Ein geiler Boy, yes, yes. Die Gegner haben 6 Pokémon. Die sind relativ hoch sogar. Ja, ich mach hier rein, Alter. Ich hab genug Geld. Ich hab genug Limonade gekauft. Dieses Gespamme, Alter. So, ich speichere nochmal. Wenn der Typ jetzt ankommt und mich heilt, Digga. Ich nehme seine Mutter. Schreib ihr einen schönen Brief und verlange mein Geld zurück. Lag, liebe Giovanni. Am Ochs kreischt das Passwort mit der exakten Stimme wie Lambda heraus. Das arme Kramurks, Alter, das muss sich ja noch schlimmer anhören, als es normal ist. Das sprachgesteuerte Schloss löst sich. Ich hätte eingehen können. Fuck. Du bist ein Keck. Stehen geblieben. Who are you? Wer willst du lassen, dass sich ein Bike mit du hier so aufspielt? Wird der Ruf von Team Rocket dadurch immer mehr Schaden nehmen? Das wäre nicht nur schade, sondern eine Schande. Und deshalb genau werden wir hier langsam mal den Schlussstrich ziehen. Magst du auch so stark sein? Wenn du es mit uns beiden gleichzeitig zu tun hast, ist das auch für dich das Ende der Fahnenstange. Sieh es an. Athena. Schon 80 Jahre alt. Raucht seit 77.000 Jahren. Du seist, du wirst zermalmt. Da ist mein Boy. Da ist mein Boy. Augenblick mal! 2 gegen 1. Fühlt ihr das nicht auch reichlich unausgewogen? Das ist so, ja? Die Alte da? Gertrude denkt sich einfach so. So, ja? Ich komme hier an mit so einem Typen, Alter. Der Typ, der hat hier gearbeitet. 3 Wochen, Junge. Der hat Praktikum bestanden, Digga. Besser als die Hälfte der anderen Leute, die hier arbeiten. Und dann... Mein Side-Gag ist einfach so dein Champion. So was? Das ist so, die holt Obdachlosen und ich hol einfach fucking Jeff Bezos ran zu kämpfen. Egal. So. Jetzt gibt's aufs Maul. Oh, Alter. Der Team Rocket hat Pokémon auf Level 23. Und die Alte? Er ist Level 33. Und heiliger ist der Boy Level 52. Ah, willst du mich verarschen, Mann? Der macht ja alles tot jetzt. Die hat ja keine Chance. Käse oder Wurst? Also, das ist so die Frage. Sangerbrot. Fuck, Niki ist tot. Auf Brot. Beides meistens. Hier ist beides auf Brot. Ich mache eine Scheibe Käse und eine Scheibe Wurst drauf. Lol. Ach, Niki ist tot. Habe ich leider das gesagt? Ich
Brain. Du machst fucking Haftbombe, Alter. Nee, Donnerschosch. Oh, das Ding macht Schaufler. Ich hole mal mein eigenes starkes Pokémon rein. Das ist so ein richtiger Curbstomp, Alter. Ah. Aber wie Käsewurst ist beides cool. Keine Ahnung. Käse ist viel mehr als so im Vergleich zu Wurst eigentlich. Wurst ist ja so irgendwie limitiert. Keine Ahnung, wie ich das ausdrücken soll. Alter, die hat das Ding nicht gewonnen, oh mein Gott. Ich hab Milotic gekrittet, Alter. What the fuck? Du bist nicht ein Stinktier. Palim, Palim. Digga, die packt aus. Alter, die ist eigentlich Level 35. Das kannst du keine erzählen. Dankeschön, dass du RPG. Digga, ich kann nicht einmal angreifen. Und wenn ich angreife, dann töte ich Milotic, Mann. Hier, Knut. Flammenrad auf Milotic. I don't care. Der macht doch sowieso alles tot. Ich würde, also wirklich jetzt, wir würden es nicht mal schaffen, Milotic zu killen, wenn ich noch gegen Milotic kämpfe und die beiden auch. Das wäre nicht möglich. Er switcht. Ja, pack da Kali aus. Digga. Oh mein Gott, ich habe Akani geboostet gerade. Als ob. Heiliger, Alter. Der Kampf war so lame. Jemand wie du könntest bei Team Rocket bis in den Vorstand schaffen. Ich mache meine eigene Organisation auf. Aber sie wird nicht verbrecherisch sein. Ach, und wenn schon jetzt, wo unser Sendeexperiment geguckt ist, kümmert es mich nicht, was es diesen verstecken wird. Unsere Sache ist sehr viel größer als das alles hier zusammengenommen. Du wirst doch sehen, wo Team Rocket nimmt sich lieber in Acht. Sieh diesen Tag mit Freude entgegen. Ha 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 ha. Nimm es mir nicht über, Ellie. Du hast dich eben so ins Zeug gelegt, dass ich mich erstmal zurückgehalten habe. Du hast natürlich alle gekillt. Ich habe keinen einzigen Kill bekommen. Na gut, jetzt müssen wir nur noch dieses letzte Sendesignal stoppen. Die haben kommuniziert, you know? Das ist so Telepathie wie live. Chinese 5G. Diese Maschine ist an allen schuld, aber ich finde nirgendwo einen Schalter. Da gibt es nur einen Ausweg. Wir setzen die Elektrobar außer Gefecht. Danach sollte auch dieses seltsame Signal nicht mehr gesendet werden. Für diese unschönen Elektrobar tut es mir natürlich leid, aber uns bleibt keine andere Wahl. Andy, kümmere dich um die rechte Seite. Nee, ich mache rechte Seite, du machst linke. Digga, die sind auch wieder jetzt so hoch. Ich habe aber Pokémon wie Raphael und Linus. Explosion gleich. Ach ja, die machen das ja. Hi, yes. Wie das Ding mich anguckt, Alter. Hallöle, Level 35er Ficker. Schlammerruhe. Er schießt Sterne. Das macht viel Damage.
Ich chill. Let's go. Cool. Ich versuche das einfach zu fangen. Überwahl. Komm, Junge. Muss nicht sterben. Digga, was willst du sterben? Digga, machst du, wenn du jetzt Explosion machst, Digga, du bist fett. Okay. Ja, wo ist auch die Billigbälle, Alter, Mann? Hört das doch ein schön haben können. Schöne Luxusvilla. Extra für dich nur gekauft. Siehst du, da bleibt er gleich dran. Das Ding ist 1,20 Meter hoch. Heiliger. Wie nennen wir das Ding? Das ist Balektro. Gibt es nicht Balektro? Die Pokémon schon? Ballermann. Da kennt sich Niki aus. Okay, ja, mal gucken, ob ich die tot bekomme. Ah, okay, schöner Kampf. So, Linus. Mach Bombe. Wie Explosion aussieht. Elektro ist ja Elektron aus der 8. Jahr. Ja, genau, das meine ich. Wie diese Explosion aussieht. Endlich ist dieses seltsame Signal verschwunden. Damit sollte mit den Sehnen nun auch wieder alles beim Alten sein. Das haben wir alles nur dir zu verdanken. Lass mich dir im Namen aller Pokémon Danke sagen. Ach ja. Hier, nimm das doch bitte mit. Habe ich vorhin gefunden, aber ich habe keine Verwendung dafür. Das Fliegen? Das nennt sich Whirlpool. Halt doch dein Maul, Alter. Du bist fertig, ich will Fliegen haben. Bring jetzt ein Pokémon bei, um selbst stürmische Gewässer zu überqueren. Aber ohne den Orden aus der City von Mahagonia City. Ah. Aus der Arena von Mahagonia City. Wird dir das nicht gelingen, also aufgepasst, Junge. Einfach ein Whirlpool geschenkt. Digga, ja, ich. Keine Ahnung, was die Leute immer haben hier. Bis dann, bis irgendwann, tschüss. Wie konnten die sich das überhaupt leisten? Die haben hier fette Atomkraftwerke gefühlt gebaut. Die alte sogar Stats, Junge. Technologie. Dieser Laden. Das Radio läuft. Und da hat das Kanal. Ja, das Radio hört wieder. Die Rentner können das Radio hören. What? Oh, der Boy ist neben mir. Wow. Was haben wir hier? Versuchtrupp. Trainerprofil. Oh. Crank, Alter, Crank, bin ich ehrlich. So, jetzt ist mal hier. Das war doch schönes Abenteuer im Versteck. Gut, jetzt müssen wir bloß noch zurücklaufen. Ist die Arena frei? Ich kann die Arena machen? Ich kann die Arena machen. Was? Wieso geht das? Ja, das ist die 7. Arena. Ich habe RPG nach vorne gepackt, weil ich habe gedacht, das ist ja Eis-Arena. Da kann ich ja RPG leveln. Es ist Randomizer. Mein Gehirn ist auch echt durch. Welches Level ist der? 3 Pokémon.
Du hast nicht mal die fünfte, ne? Nee, hab ich nicht. Und ich kann ihn bekämpfen und die ist auf mein Level. Lammrad. Donnerschock. Ach, scheiße. Kack auf Linus, Linus ist tot. Ja, ich glaube, ich gehe einfach aus der Arena raus. Es ist nicht mein Ziel, die zu machen. Oder ich probiere mal den Kampf zu beenden. Mal ganz kurz. Oh, Niki ist tot. Los, Raphael. Die Queen killt alles. Alter, okay, komm, Sude, Junge. Digga, Sude macht den Ding jetzt Licht aus. Raphael bleibt auch. Ja, die Hälfte einfach. Ich könnte mit Sude durchgehen. Das Ding hat Donnerblitz? Sude könnte richtig wegknacksen, Alter. Das macht so viel. Wieso mache ich überhaupt Schlammbombe? Bin ich dumm? Aber ja, es funktioniert auch so was besser. Wow. Ein Enel-Koro. Eisstrahl? Passt wenigstens zur Arena, bin ich ehrlich. Das ist jetzt nur noch weird. Ich könnte ja genau wirklich durchmachen, aber nee. Nee, sorry. Ich will nicht tryharden. Ich will erstmal die fünfte machen. So, ich mache jetzt Speedrun. Mal gucken, wie schnell ich in einer anderen City bin. Achso, die Sprites sind wieder richtig schön. Vunaira, cool. Fuck. Roselia, cooles Pokémon eigentlich. Cool. Wir sind wieder back. Die Arena-Leiterin ist in Urlaub, weil Typ tot. Oh mein Gott, die Arena. Ich bin dein neuer Arena-Leiter. Easy. Die Arena ist aber richtig hässlich, bin ich ehrlich. Wer hat das designt? Wird gefeuert. Ich war gerade hier, ich muss nicht weiter. Kann ich jetzt schon Hyperbälle kaufen? Mal gucken. Hä? Nein. Ich habe 100.000. Okay, das schmeckt. Na gut. Hi, how you doing? Dunkle Straßen sind nachts gefährlich. Dunkle Meeresuntief in allem so. Ohne das Licht des Leuchtturms sind alle Schiffe auf dem Meer gefangen. Wow, you meth? Diese Musik ist so weird, Alter. Ich muss da den langen Weg nach oben gehen. Leider. So, jetzt wird noch mehr gekämpft, weil es haben wir noch nicht genug gemacht. Niki muss wieder nach vorne. Mal wieder. Mal gucken, wie schnell er überlebt. Was? Wie schnell er überlebt? Wie schnell er stirbt. Wie lange er überlebt. Hey, du da, wir sind hier nicht auf den Spielplatz. Sagst du und greifst mich an, Alter. Gott, er meint es sogar ernst, Heiliger. Hubert? Hubertus Heil?
Guy Power. Aua. Stirb, Horny Magnet. Was? Los, Blätter. Eisenschweif, Kacke. Ich hab Niki. Ey, Alter, Niki hat Special Permissions. Er darf das, er darf euch auf die Fresse hauen. Hier ist das Zertifikat. Gut, macht, glaube ich, mehr gegen Labor. Ah, oh, Feuerschlag. Average Day in Ohio. Keine Ahnung, Digga, was ich dazu sagen soll. Niki ist richtig gefickt von allen irgendwie. Ich weiß nicht, wieso jedes Pokémon Eisattacke oder Feuerattacke hat, aber das ist irgendwie leider so. Steuerwerk mit Eisattacke in einem Team, Hilfe. Niki, du bist ein perverser Huan. Steuerwerk wählt die Attacke ab. Natürlich, Alter. Sein Cock zu hart oder was? Okay, Nick ist Level 28. Fortschritt. Ah, ich sehe, du meinst es ernst. Der gibt mir 11k, Junge. Okay, ja, ich nehme seine Nummer an, Alter. Wenn der anruft, ich weiß, ich kann mir 11.000 Euro abholen, Mann. Fuck, ich will eigentlich heilen. Who cares? So, wir haben ein Lavita und ein Quapsle. Das macht Niki, Junge. Niki kommt mit Messer an, mit 1000 Messer. Toru, Zeitstopp, eine Made Be-Like. Ach, er hat einfach Eisstrahl. Okay. Wieso nicht? Haha, get wrecked. Lavita ist cool, aber get wrecked. Oh mein Gott, Tyrakok. Digga, jetzt kann Niki mal Dampf rauslassen, Alter. Während er die Leute mit irgendwelchen Blättern penetriert, Alter, schmeiß ich ihnen 2 Liter Wasserflaschen auf die Fresse. Auf die Fresse? Gegen die Fresse. Niki schreckt zurück. Halt doch dein Maul. Tyrakok. Rock. Beste Starter, 2 Stufe. I mean, ist cool, ne? Ach, Eiszahn, schreck doch nochmal zurück. Komm, Niki, mach. Okay, doch nicht. Da kommt Impergator. Matrose Nepomuk? Wie hieß der? Wait, ich gucke im Stream. Mein Stream ist delayed. Nepomuk, ja. Achso, ich wollte gucken. Hatte Y. Sind die Bären ready? Ja, die sind die Bären. Fette Ernte, Mann. Vielleicht können wir ja heute Milch kaufen, Mann. Bäre pflanzen. Sinebäre. So. So, nochmal gießen, ist zwar gegossen, aber I don't care. Gut. Ich hole jetzt Milch. Let's go.
Mal gucken, ob 4 Siegelbeeren reichen, um jetzt Milch zu bekommen. Let's go, gib mir die Milch. Gib mir deine Milch. Was? Erstmal hier noch Aprikoks anpacken. Grrrn. Ich würde nicht empfehlen, gutes Koks zu nehmen. Dein Ruf ist sehr schwach. Gibst du deine eine Sinebeere? Ja. Mittag geht es wieder etwas besser. Tanks, dein Ruf ist sehr schwach. Gibst du Mittag eine Sinebeere? Ja. Tank. Dein Ruf ist schwach. Wie viel willst du noch haben? Mittag geht es immer besser. Dein Ruf ist sehr schwach. Gibst du deine Sinebeere? Wie viele willst du haben? Wie viele Sinebeeren braucht der Mann? Noch keine Milch, Mann. Du Keck, Alter. Ich will doch bloß fette Milch kaufen, Mann. Können wir darüber reden, dass die ganze Milch von einer Kuh kommt? Nee, Real Talk, wofür sind die hier überhaupt hier? Die geben keine Milch oder was? Die sind bloß Werbung oder so. Weil eine Kuh krank ist, können die keine Milch mehr machen. Diese eine Kuh produziert genug Milch für ganz Johto und Kanto gleichzeitig. Kein Wunder, dass die krank ist, Alter. Was ist das hier für Wirtschaft, Junge? Das ist genauso wie dieser eine Typ, Alter, der alle Werbung macht für die Smartphone-Games, Junge. Mafia City be like. Ich kauf noch Beleber, Alter. Bobelle? 16 Stück. Beat. Los. 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 Ach, Beat Spam macht Spaß irgendwie. Erstmal aus dem Fenster springen. Park, ich wollte nicht nach unten gehen. Hier unten. Gut, hier lang. Hui! Let's go. Was hast du hier zu suchen? Bist du nur zum Gaffen hier oder was? Wenn es das ist, dann mach dich lieber vom Acker. Dieser Typ, Junge. Die Fenster sind offen, Junge. Du fliegst gleich. Eugen. Level 20, Mann. Okay, nee, das ist Boeing, Alter. Das ist Boeing, wait. Ich finde das jetzt wirklich einfach Boeing, jetzt gegen Level 20 zu kämpfen. Ich mach den hier. Level 6. Das reicht sogar. Zubat. Popolo. Matschbombe, okay. Geht doch, Niki. Wofür bin ich überhaupt? Wofür lebe ich überhaupt? Was? Ich drücke literally Grappus A. Wofür lebe ich überhaupt? Ja. Ich gehe jetzt einfach wieder runter. Jetzt heilen, Junge. Niki wird leben heute. Heute wird Niki leben. Gut, Niki geht es wieder besser. Niki kann jetzt weiter gegen. Ich mache einmal ein Safe State zur Sicherheit. Legit DS Hardware. You know? Legit. Ich bereise die. Ach, halt doch dein Maul, die sagen das so nichts, Junge. J
Gentleman Felix. Okay, der ist ein bisschen höher, das ist eine 3 und so. Wow. Verbrennen, komische Katze. Mit XP sind nicht schlecht, aber Alter, das ist. Das ist boring, Alter. Das ist so das größte Problem an Pokémon. Kampf von Pokémon. Ist. Kämpfe sind ja nicht schlimm, aber wenn du dann halt so 30 Kämpfe am Stück hast und das sind solche Keks, Digga. Weil die ist Level 27 und das ist hoch und das ist trotzdem. Für diese. Ja. Das ist trotzdem zu niedrig, Alter. Mich gerade. Beide bei Gott. Wenn ich alle Pokémon aufziehen müsste, ich würde niemals an Inelkoro denken. Yeah. Seid einfach so vergesslich. Ellie hat TM 187 gefunden. So, gut. Ich brauche das Wetter. Tschüss. Hui, Beinbruch. Ich find's immer noch schön, dass es aussieht, als würde ich hier auf dem Boden schweben. Aber Alter, dass der DS das hinbekommen hat. Digga, das ist hier 4K Graphics, Junge. Ich find echt impressive, was die mit den DS gemacht haben. Also besonders in Schwarz und Weiß 2. Das ist ja ein DS, Alter. Das Ding war ja. Es hat ja keine Power gehabt, selbst damals. Als es released wurde, war das ja schlecht eigentlich von der Power her. Ich freue mich auf die Switch 187 Version. Was? So ist ein Collab mit Nintendo und 187 Straßenbande. Ich hoffe halt einfach, dass die Switch war einfach so komplett einfach DLSS durchspammen wird. Deep Learning Super Sampling. Weil damit könnt ihr einfach theoretisch jedes Game 27p rendern, was die wahrscheinlich auch machen werden. Und dann halt die Effekte hochstellen. Oder halt einfach Akku sparen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit für hier Mobilmodus. Was für ein Attacke Sternschau war das ja? Ja, nein. Nicht erlernen. Und Booster. Cooles Pokémon. Also die Weiterentwicklung. Aber geh. Das ist jetzt kopflos Spam wieder. Er ist schneller als Niki. Du dreckiger Hund. You know, er sieht so aus, als hätte er, wäre er matt. Als wäre er im Matsch gebadet. Als hätte er im Matsch gebadet. Okay, Deutsch. Deutsch ist recovered. Du fetter Vogelficker. Was? Anscheinend auch Krebs? Was ist das für ein Ding? Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Haha, er ist so geschreckt. Wetzer Knacks. Haha. Scheiße, ich will auch weg Knacks. Okay, er macht das einfach so tot. Voltilam! Meine Predictions sind bis jetzt aber richtig, genau. So vor Level 30 ist alles ultra einfach.
jetzt besonders. Also Anfang ist schwer, weil du hast keine Pokémon. Du musst so halb tryharden, damit du überhaupt durchkommst. Haben wir erst im Stream gesehen, als mich der Typ umgebracht hat. Mehrmals. Und jetzt ist es so einfach. Und da haben wir das in der Arena gesehen, Digga. Der kommt da mit Nidoqueen an und der one-hit mein ganzes Team geführt. Ricky muss raus, leider. Raphael kommt rein. Leider, was? Wieso leider? Ah, wie ist... Aufruhr, okay. RPG macht kaum Damage. Felsgrab natürlich. Aber auch Raphael, das heißt, nicht so viel Damage für Monsieur RPG. RPG wird geswitcht mit Linus, weil ich will, möchte nicht RPG killen. Jetzt macht der Surfer durchgehend. Mino ist fast tot, Makago ist tot, das ist echt nice. Makago ist cool, aber ist leider nicht so stark. Und ich finde auch von den Attacken her nicht so unique. Also. Ja, nicht so unique, aber auch Standard-Feuerattacken, wow. Ja, keine Ahnung. Aufruhr, oh mein Gott. Donnerwetter, ich paralysiere es, wow. Ich hoffe, das gut ist, Baum. Was ist das, Peppe? War das Peppe? Ich gucke jetzt den Stream nach. Arthrose Peppe, Alter. Das war er. Das ist der Meme. Das ist der Meme-Typ. Oh mein Gott. Kacke, Niki wird hier wieder weggemacht. Mann, wieso kann ich Niki nicht einmal drin lassen? Niki wird von allen gekaut. Marius fand's echt scheiße, Mann. Also, Bitwalk. Hitzewelle. Okay, zu gut ist die hier draußen, Alter. Das Grab triffst du nicht. Das muss auch richtig ekelhaft stinken. Stell dir vor, da ist ein Schleim. Ein Giftschleim, der brennt, Digga. 2 Sekunden. Du atmest das zweimal ein, Digga. Du bist tot. Literally. Es ist so Lungenkrebs Endgame. Kopfnuss-Spam, let's go, schreck zurück. Nein, er stirbt einfach vorher. Giftwolke, oh mein Gott. Wo ist Raphael eigentlich wieder? Er könnte auch jetzt gerade da sein, I don't know. Er war zu faul, sich ins Twitch-Account zu machen. Und das war der Stand. Tag, Beutel. Wir nehmen den Gegengift. Und schieben den Gegenstand in Raphaels Arsch. Und der Typ trifft dich, Mann. Muss ich tiefer stecken oder was? Geheim Power, was ist das für ein Move? In welchem Universum darfst du das machen? In diesem Bett nicht mehr, weil ich breche dir deine scheiß Beine, Junge. Oder deinen Schlangenkörper, Alter. Das gilt nicht mal, Mann, oh Gott.
Sky Power, Pause nochmal, Dankeschön. Was ist nicht gut? Nicht hier verbrennen. Nee, Kopfnuss, Dragonier. Es geht daneben. Raphael trifft auch nicht. Es ist Kopfnuss. Digga, seid ihr blind? Habt ihr kein Aim, Alter? Ihr müsst literally euch gegen die Gegner schmeißen und ihr schafft das nicht. What? Manchmal frage ich mich, was für Keks. Digga, Raphael trifft schon wieder nicht. Ich trainiere, Alter. Ja, ich habe keine Ahnung, Alter. Das ist so, ja, 10% Chance zu messen. Ja, lass daraus 500.000% machen. Mann. Super Schutz. Bin ich jetzt oben? Oh, zum Glück, Alter, zum Glück. Ampa. Es scheint kaum Luft zu bekommen. He do be erkältet, yo. Dieses Pokémon hat immer das Meer vor uns ausgeleuchtet. Aber dann wurde es plötzlich sehr krank, seitdem riecht es nur noch nach Luft. Anemone ist jetzt auf der anderen Seite des Ozeans. Auf der anderen Seite des Ozeans soll es einen wundertätigen Apotheker geben. Imagine Apotheker sein. Apotheker Prozent Speedrun. Ich kann Affi nicht einfach hier allein lassen. Würdest du mir einen Gefallen tun? Du könntest für mich vielleicht dort Medizin kaufen gehen. Ich hätte dir auch den Eingang offen. Du bist eine Ho. Also Yoshi, das geht so nicht. Doch, das geht. Wir sind endlich aus diesem Schallhaze-Turm raus. Ich will da nie wieder hin. Bitte töte mich, was? Alles schon da. Dankeschön. Was? Also, Team ist ganz ausgeglichen gelevelt, außer Niki, weil Niki bekommt immer aufs Maul, weil jedes Pokémon irgendwie effektiv gegen Niki ist. Was echt Zeit sei. Raphael hat schlechten Angriff. Okay. Obwohl Angriff sein bester Stat sein sollte, hat er minus Angriff und mehr Spezialverteidigung. Raphael, Alter, was machst du? RPG ist ganz gut eigentlich. I mean, RPG ist eigentlich eine halbe Glaskanone. Also er hat eigentlich viel Inhalt und viel Attack und so. Aber er hat jetzt weniger Inhalt und noch mehr Attack. Ich möchte mit denen so hart lohe Kanonade spammen, Junge. Niki ist Niki und hat für das erste Stream die Persönlichkeit eines Brötchens. Und leider ist es krank, Alter. 100 Spezialangriff? Wie willst du denn umbringen, Junge? Und das ist Sude. Okay, let's go. Aber erstmal hier den Hafen angucken. Oh, zwei Schiffe, Alter. Ah, ich will wegfahren. Ich hoffe, zu Schnellboot, aber leider nimmt die Wartung der Maschinen immer sehr viel Zeit in Anspruch. Deshalb steht auch noch nicht fest, wann wir genau ablegen werden. Oh, wie,
gut für sie. Für die Entwickler. Was war Düsenantrieb betrieben? Krank. Ruhe. Warst du schon mal ein Kanto? Da soll es sehr viel seltene Pokémon geben. Das ist so toll an. Da ist Kacke, Mann. Da ist fucking Bäcker seltener als die Pokémon, die da sind. Sollen wir jetzt gleich zusammenziehen? Ja. Oh mein Gott. Liebe. Der will dich bloß bumsen, Alter. Vertrau mir, ich habe Erfahrung in Dating Advice. So was? Ich habe keine Erfahrung in Dating. Ich habe Erfahrung für Dating-Erfahrung. Ich habe PhD in Dating-Erfahrung. So was? Ey, wenn das die perfekte Welle ist, diese Welle musst du einfach nehmen. Ach nee, du bist irrelevant. Gibt's denn nicht irgendeinen Titel, der Fliegen gibt? Monja. Ich bin Monja von Montag. Als Zeichen unserer Freundschaft schenke ich dir dies. Dankeschön. Dieses Item verstärkt Flugattacken. Damit solltest du ein Vogel-Pokémon ausstatten. Okay. Danke, Monja von Montag. Was? Was hat sie genommen? Lass mal gucken, Attacken. Irgendwas Geiles. Apathie. Boah, kein Pokémon lernen. Oh, Immer langweilige Pokémon, Alter. Würde ich tun. Ach nee, das will ich auch nicht tun. Hier, was habe ich hier? Ich habe Blinkklaue. Welches Pokémon ist langsam? Linus. Aber Linus hat ein Item. Raphael ist relativ schnell. Niki ist langsam. Niki trägt Wundersamen. Wundersamen ist gut für Niki. Weil ohne Wundersamen macht er gar nichts. Ja, es ist egal. Ich könnte Sachfei geben, aber Alter. Du es auch. Aber Alter. Ich investiere jetzt. Ach nee, Schutz ist ja ekelhaft, dieser Gen. Ich investiere nicht in Schutz. Oder mach ich das. Ah nee, wait. Ich hab die Idee. Wait, Route 40 sind ja alle. Cool, dankeschön, wusste ich nicht. Schön im Wasser, Alter. Leute, damit würde ich sagen, wenn euch dieser Pain gefallen hat, dann seid ihr Masochisten, Alter? Keine Ahnung. Tschüss, bis irgendwann. Nächster Stream. Gut. Mod. Apotheker Prozent wird beendet nach 17 Ingame-Stunden geführt.